Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei FIFA 16 mit der Trainerkarriere, unserem nächsten Spiel gegen Darmstadt. Heute mit der B11, dann, ja, ich glaube, Darmstadt ist ein Gegner, den er selbst die B11 schlagen könnte. Natürlich darf man die nicht unterschätzen, aber wir müssen demnächst eben auch mit der B11 hier einigermaßen umgehen können, also die einigermaßen integrieren in unseren Spielplan. Und da ist das, glaube ich, eine gute Partie, denn die nächste geht gegen Bayern und das wollte ich denen nicht antun. Haben so schon ziemlich wichtige Spiele bestritten, wo wir vielleicht auch hätten die A11 spielen lassen sollen, aber wie gesagt, diese Aufteilung ist normalerweise ganz gut, wenn man in zwei Pokalen unterwegs ist. So kommen viele Spieler zu vielen Spielen und man hat nicht ständig die relativ schwachen Spieler, beziehungsweise die halt nicht mehr so viel Ausdauer in den nächsten Spielen haben. Ah, Naiko, bisschen zu steil gespielt, den hättest du innen vorbeilegen können. Ich glaube, der Spieler wäre eh vorbeigelaufen. Da hätte den eh nicht gekriegt. Oha. Schön angetäuscht. Dix ist trotzdem noch da und den hat er gut erspielt, muss man ganz klar sagen. Komm näher, komm näher. So, in der Mitte ist Naiko und jetzt können wir auf die linke Seite ausweichen. Da ist eigentlich alles frei. Brand. In der Mitte. Oh, wo läuft denn Sanabria da bitte hin? Grober Schnitzer von ihm, ne? Muss man natürlich als Stürmer mit rechnen, dass man einen Ball kriegt, ne? Also können wir ihm vorher nicht noch eine Mail schreiben. Ja, super Ding. Brand. Unterwegs und das sieht gut aus. Ja, spring bitte nicht über die Grätsche, dann wäre alles IO. Schön gemacht vom Brand, wieder zurückerobert das Ding. Foul. Ja, jetzt ist es das Foul. Komm, gib's, was ist denn mit dir, Phase? Also wenn du das erste Foul nicht gibst, ja, was eigentlich schon ein Vorteil hätte sein müssen, ja, hier, wenn wir sehen, läuft hier nur in den Mann rein. Das ist schon ein Foul, ja. Die kommen aber vorbei. Das heißt, es muss in dem Moment Vorteil geben. Wir schießen ja gar nicht, kommen nicht zum Schuss. Und dann foult er im Endeffekt. Na gut, es ist nicht wirklich ein Foul. Er spielt Ball, aber im ersten Moment ist es ein Foul. Und deswegen kann der Vorteil nicht so lange gehen, ja. Also das hier ist ein klares Foul. Der geht nur gegen den Mann. Ja, das musst du auch im 16-Meter-Raum musst du das pfeifen. Ja, das. Der zweite war keins, da spielt der Ball. Aber wenn er dann selber an den Ball kommt, dann ist es Vorteil und muss gepfiffen werden. Also, ganz klar. Entweder gibt es keinen Vorteil im 16-Meter-Raum, das sage ich jedes Mal wieder. Aber in diesem Spiel gibt's das. Das ist ja wieder das Schöne. Gab es auch im letzten Part schon. Vorteil im Elfer. Ich weiß nicht, wo es das gibt. Ja, Elfer im 16-Meter-Raum, wenn nicht. Leg dich nicht mit Munir an hier. Sirigu, ist das nicht ein Torwart normalerweise? Hast dich verirrt, Junge. So, Kempe legt sich den ziemlich weit vor. Kann er aber auch. Unser Spieler geht nämlich nicht ran. So, Mastur. Keine Anspielstation leider. Ah, Dix. Schlechter Pass wieder. Haben wir Glück, dass er da drüber springt. Ist aber auch so eine Funktion, die ich mir wünschen würde für FIFA, dass man entscheiden kann, ob man drüber springt. Wenn man halt schnell genug ist, ist das eine schöne Sache. Und wenn nicht, will ich das faul, ja. Also ganz ehrlich, es gibt Situationen wie vorhin eben, da musst du fallen, da musst du hinfallen, ja. Kannst du nicht einfach weiterlaufen? Scheiße. Schön, Naiko. Wieder niemand frei. Das ist momentan ein Riesenproblem, das läuft sich niemand frei bei uns. Sonst haben wir immer das Problem, dass die Pässe nicht ankommen, aber hier kann ich gar keine Pässe spielen, weil gar keiner da ist, der sich wirklich frei läuft. Schön gemacht, schön gerettet da. Und jetzt über die rechte Seite, über Munir. Dix und Munir, super gemacht, schön freigelaufen. Oh, der ist drin! Aus dem Winkel setzt den Sanabria hinter die Linie. Das war natürlich ein super Teil. Riesenschuss von Sanabria. Torwart kann den nur ins Tor lenken, natürlich sieht der da auch nicht so gut aus, also auf dem kurzen Eck muss er den eigentlich rauslenken und sich ein bisschen mehr aufs Eck konzentrieren auch.
Aber ja, gut, Sanabria macht's. Deswegen steht's hier 1-0. Vielleicht haben wir ja die Liga gefunden, in der sie hier sich wohlfühlen, beziehungsweise den Wettbewerb. Unsere B11-Spieler. Die haben ja auch schon in der Liga gespielt, glaube ich. Waren da auch nicht so prall, wenn ich mich da recht entsinne. Weil die auch schon ein Spiel gewonnen haben. Aber ich glaube, gegen Bremen haben die mal verloren. Bin mir gar nicht mehr sicher. Vielleicht wisst ihr es ja noch, gegen wen ich die schon mal habe spielen lassen und die dann verloren haben in der Liga. Ich weiß nur, dass die zwei Einsätze auf jeden Fall schon mal in der Liga hatten. Einen davon gewonnen, einen verloren. Bin mir auch ziemlich sicher. So, Munir. Ich glaube, der Sieg war gegen Augsburg, oder? Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Alles schon vergessen. So, Mastur. Ja, spielt mal ein bisschen hinten rum. Kein Problem mit. Gerne auf Zeit spielen. Gondorf. Ach, schade. Munir. Ja, wird da extrem gezerrt und gezogen. Also, ach Gott. Wenn du mal einen Foul erkennen würdest, wenn es vom Weiten dich anspringt, Schiedsrichter, ja, dann wäre ich schon mal froh. Oh, wieder Brandt. Er hat einfach eine Schnelligkeit, eine Spritzigkeit. Das ist einfach schön mit dem. Und er kommt hier nicht ganz durch. Schade. Das ist eigentlich bis dahin sehr gut gemacht. Abseits da vorne. Lass ihn auch wirklich im Abseits stehen, da. Oh, und kommt dann so frei noch raus. Schade, Saar ist da richtig. Puh. Das war ein bisschen zu überhastet von Saar. Also, unnötiger Eckball. Und bei Eckbällen, ja, da ist halt immer das Problem. Es gibt unseren Dragowski. Wobei diesmal ist es ja Wellenreuther, der macht ja die Dinger nicht. Glück, also ich glaube, in dem Moment hätte er den wieder versemmelt, wenn er rausgekommen wäre. Glücklicherweise ist es eben nicht Dragowski, sondern diesmal Wellenreuther. Sanabria, das war fair geklärt. Jungwirth auf Gondorf. Über den hier viel geht in der Mitte. Vallejo lässt sich nicht beeindrucken. Ja, also ganz ehrlich, wenn du davor stehst, dann geh hoch. Geh hoch. Ja, drückt sich die ganze Zeit gegen den Spieler und dann steht er hinter dem und will mit dem Fuß daran. Also, Freunde, was sind denn das für Anfängerfehler hier? Schulte. Und wir machen das Spiel breit. Über Munir, der den Ball dann wieder verlieren darf. Super. Ja, ist ein Foul, ja. Kannst du auch mal pfeifen. Ich meine, in dem Moment war es jetzt egal, aber ist immer schön, dass der Vorteil dafür gibt, dass wir dann an den Ball kommen. Das ist kein Vorteil, nur weil wir an den Ball kommen. Das weiß ich nicht. Wenn man die Schiedsrichter abschaffen könnte und es schafft, dass die Pässe mal dahin kommen, wo man die hinhaben will, dann wäre das echt ein super Spiel. Muss ich ganz klar sagen. Das sind die zwei richtig groben Schnitzer, die mir immer hier noch. Oh. Ich spiele den nach vorne und er spielt den nach unten. Ist einfach nur geil. Das meine ich gerade. So, Brandt muss wieder ausweichen in die Mitte. Vorne steht Sanabria. Das sieht gut aus. Und jetzt haben wir den Lauf wieder viel zu weit, aber er kriegt ihn noch. Nee, was? Der war mal aus. Schiedsrichter hat sich da ein bisschen davor gedrängelt, deswegen habe ich da nichts gesehen. Keine Ahnung, der nun wirklich draußen war. Ist eng, oder? Naja, doch. Ist drüber. Linienrichter muss ich mal vernünftig positionieren hier, damit wir sowas sehen können. Holla Lumpen. Schön gemacht von Munir. Brandt! Oh, Gottes Willen. Schade. Ja, das war gar nichts. Heller. Holland. Und der geht wieder zurück. Schade. Ich glaube, so schlecht stellen wir uns nicht an, aber momentan setzen wir halt keinen Deckel drauf, ne? Das kann ganz schnell hier wieder nach hinten losgehen und wir verlieren das Ding.
Okay. Torwart, deiner. Wo wirft er da hin? Junge, schön, dass du einen weiten Abwurf kannst. Will aber keiner wissen. Natürlich sollte der zu Dick. Wo spielt denn Dix hier immer hin? Meine Herren, der kriegt ja keinen Pass an den Mann. Was hat denn der für eine Passgenauigkeit? Ist die bei 12 oder was? Hat doch sonst immer die Pässe gut gebracht hier. Ein Dix. Pass, 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 Passgenauigkeit. Haben wir die irgendwo zu stehen? Lange Pässe ist bei 58. Ist schon mal nicht so gut. Kurzpass bei 68. Naja, nehmen wir das mal als langen Pass, aber eine 58, der kann auch mal ankommen irgendwann. Ja, schon mal was. Torwart. Wahnsinn. Dass er den doch noch nimmt. So, Vallejo stand perfekt. Sanabria hat den Ball nicht ganz. Ah, der lässt sich da ein bisschen zu schnell unter Druck setzen. Wieder muss ihn da Brandt unterstützen. Brandt macht wieder mal eine gute Partie. Aber ich glaube, da brauche ich gar nicht mehr erwähnen. Der ist Aspirant darauf, sich in die A11 zu spielen. Wenn Janužaj demnächst nicht seine Leistungen hält. In der letzten Partie hat er sich ja dann wirklich ab dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, Janužaj muss sich hier mal ein bisschen zusammenreißen. Ab dem Zeitpunkt hat er ja eigentlich auch was gemacht. Wenn man ehrlich ist. Foul. Ach komm. Kollege. Die Schiedsrichter muss man alle rausschmeißen hier. In manchen Situationen denke ich mir, boah, das ist ein normaler Körpereinsatz. In manchen Situationen denke ich mir, ja, wenn du das pfeifst, musst du das aber auch pfeifen. Julian Brandt wieder da, wo er sein muss. Wieder Dix, diesmal kommt er sogar an. Ja, man merkt schon, Darmstadt macht jetzt mehr Druck nach vorne. Sanabria lässt sich da von Zulu komplett überlaufen. Ist immer lustig, dass die Außenverteidiger immer so schnell sind. Ich glaube nicht, dass ein Sanabria nur eine 60 hat. Schnelligkeit. In solchen Situationen würde ich gerne die Werte der Gegner mal sehen. Komm schon, du machst doch hin hier. Deinem Rumgeeiere da in der Mitte. Eigentlich dürfen die gar nicht so weit vorkommen. Dix hampelt da wieder rum. Schön gemacht, Wellenreuther ist noch dran. Wir wechseln jetzt erstmal aus. Mastur geht runter, der ist ja hier komplett platt. Auf rechts, Munir geht auch runter. Kommt Schäfer und ich habe gesagt, Stankovic nehme ich drauf. Auch wenn es jetzt minimal Risiko ist, weil bei der Ecke könnte er schon was Negatives bringen. Mal sehen, ob er es schafft, den hier zu decken. Ist nicht Stankovic, der da rangehen sollte. Wow. Rosenthal, meine Herren. So, wir machen den natürlich lang. Da sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja, lauf, komm. Schulte ist unterwegs. Hat das super gemacht. Sich gegen zwei Leute da durchgesetzt auf außen. Und am Ende ist Heller wieder fünfmal schneller. Wenn das nicht wäre, ja, Freunde, wäre ich so glücklich. Ich meine, gut, am Ende war vielleicht seine Aussage noch weg, aber der hat ihn ja mal sonst wie überlaufen. Auf außen wieder Brandt. Er ist immer da, wo er sein muss. Das ist einfach klasse, mit dem zu spielen. Der Pass wäre beinahe noch gefährlich geworden. Hätte er den anders abgefälscht, hätten wir den vielleicht sogar noch aufs Tor bringen können. Aber deswegen schätze ich den Brandt so, ja. Der steht richtig, der spielt die meisten Pässe gut, also das gefällt mir. Ist dann defensiv da, wo er sein muss. Hier, man sieht's wieder. Klasse, er arbeitet den Ball. Oh, Junge, lauf doch mal einen vernünftigen Laufweg mit. Oh, was war das denn für ein Pass? Mann, da läuft doch in der Mitte noch jemand mit, der den abnehmen kann. Statt dass er den mir bringt. Gottes Willen. So, Rausch. Der ist dann komischerweise 10-mal schneller als unsere Außenverteidiger. Das ist immer das, was ich nicht so ganz mitnehmen würde. Weg damit, weg damit.
Ja, im Normalfall sind die Außenverteidiger 10-mal so schnell wie die Außen generell oder die Stürmer. Aber wenn man das bei den Gegnern dann sieht, ja, die können sich dann irgendwie durchsetzen mit Körperlichkeit. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Normalerweise gar nicht möglich. Aber die schaffen es dann immer. Das ist immer so eine zwiegespaltene Sache. Schön gemacht, dass Wellenreuther den fängt, war enorm wichtig. Jetzt gehen wir über die Außen, über Dix, der hoffentlich jetzt mal einen vernünftigen Pass bringt. Jo, der war super. Schäfer, ach, den hat er nicht zu weit reingezogen oder weit genug. Ja, was ist das für ein Pass, Junge? Dacht schon hier. Dass der nicht ankommt, war eigentlich das, was uns jetzt hier noch gerettet hat. Aber so eine Pässe, die würde Darmstadt nicht an Mann bringen, glaube ich. Das ist rot. Ja, von hinten in die Beine, das ist klar rot. Brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren, oder? Dankeschön. Da unterstützt er mich auch mal, ja. Glatte rote Karte für Sirigu. Ja, gut, in dem Moment hat er seiner Mannschaft jetzt damit keinen Gefallen getan. Das war der letzte Hauch einer Chance, den sie noch hatten. Jetzt ist es vorbei. Jetzt können sie eigentlich nichts mehr machen. So, warte ich mal, bis die Ruckler weg sind. Ja. Sieht so aus, als ob. Schade. Jo, das war's. Wir haben 1-0 gewonnen. Das war, ja, doch eher eine Pflichtveranstaltung hier. Also, wir haben uns da jetzt nicht mit Ruhm bekleckert oder so. Gegen Darmstadt hätten wir das natürlich mal tun können, aber ich muss sagen, wir haben es gut runtergespielt, ne? Und offensiv haben wir halt Spieler wie Brandt, der so eine Partie dann mal komplett alleine entscheiden kann. So möchte ich jetzt mal sagen. Munir, bester Mann. Also ich fand Brandt um Längen besser. Munir war, den haben wir irgendwann runtergenommen. Er hat wahrscheinlich das Tor gemacht, ne? Ne, wir hatten das Tor mit seiner Abwehr. Dann hat er die Vorlage auf Sanabria gebracht. Naja, aber für mich war Brandt, wie gesagt, wieder der Beste, weil er halt die meisten Chancen rausspielt und beteiligt ist daran. Deswegen gefällt mir das eben sehr gut. Wir müssen jetzt nur noch gucken, dass wir irgendwann eine Situation abgreifen. Wie gesagt, im nächsten Spiel, da ist wirklich Knackpunkt, ne? Also gegen Bayern. Wenn wir das Ding gewinnen und Janosch sich da gut anstellt, dann bleibt er erstmal noch in der A11. Ansonsten, wenn wir das Ding vielleicht sogar durch Janosch verlieren, dann ist zu überlegen, ob wir Brandt nicht in die AL verschieben, weil, wie gesagt, also so wie der momentan drauf ist, möchte ich den nicht missen, ne? So, Teambericht. Gucken wir mal ganz schnell. Brandt, 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 Brandt. Da ist er. Ist momentan Form okay. Also ich sehe die Form sehr, sehr gut. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Shuto.